Geistes heiligt euch. Und mit deinem Geiste. Ich wünsche einen schönen guten Morgen an unserem Kirchtager Erntedankmorgen, an dem wir schon an der Dekoration sehen, dass es wieder Zeit ist, Danke zu sagen. Es ist ein guter Moment, um zurückzublicken auf das Jahr. Wie viel ist uns Gutes widerfahren? Wie viel haben wir geerntet für die vielen verschiedenen Dinge, die wir in unserem Leben tun? Was haben wir bekommen? Was ist uns geschenkt worden? Was haben wir uns hart erarbeitet? Was ist vielleicht auch nicht gelungen und offen geblieben? Wenn wir auf das vergangene Jahr blicken, dann fällt uns vielleicht auch das eine oder andere auf, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir Menschen traurig gemacht haben oder verletzt haben. All unsere Fehler dürfen wir am Beginn dieser Messe zur Erntedank ganz besonders vor den Herrn bringen. Herr Jesus Christus, dein Wort ist Anfang und Ende. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du schenkst uns, was wir zum Leben brauchen. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Deine Schöpfung ist uns Verheißung. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Herr, erbarme sich unser, nehme von uns Sünde und Schuld und erführe uns zum ewigen Leben. Amen. So wollen wir gemeinsam Gott loben. Ehre sei Gott in der Höhe. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Ich betete und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Kronen vor. Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Einen unschätzbaren Edelstein stellte ich ihr nicht gleich, denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand. Und Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Lehm. Mehr als Gesundheit und Schönheit liebte ich sie und zog ihren Besitz dem Lichte vor. Denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr ausstrahlt. Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir. Unzählbare Reichtümer waren in ihren Händen. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Wort des lebendigen Gottes. Vielleicht schadet es auch nicht, hin und wieder in die Schule zu gehen und dort nicht nur zu schlafen, sondern auch zuzuhören
oder vielleicht ist es auch ganz wichtig, eben immer wieder die Bibel zu lesen und sich aus dem Wort Gottes eben Anregung, Klugheit eben zu holen. Vielleicht ist es auch gut, miteinander im Gespräch zu sein, also auf Jesus, auf Menschen, die schon klug sind, zu hören. Aber es heißt eben vor allem, um diese Klugheit zu gewinnen, gilt es zu beten. Sich Zeit dafür zu nehmen, aus dem Gebet heraus, aus der Stille, aus dem Hören auf Gott, vielleicht auch auf das eigene Herz zu hören, herauszufinden, was ist wirklich wichtig in meinem Leben. Und dann heißt es eben, das ist eben diese besondere Weisheit, diese Klugheit zu gewinnen, das ist wichtiger als Gold, als Silber, als Schätze, als alles gute Essen, weil die wahre Einsicht, was wirklich wichtig ist im Leben, was wirklich Glück bringt, ja, wir würden nach dem Evangelium ganz klar sagen, was uns ins ewige Glück, ins ewige Leben führt, also das ist eben mehr wert als alles andere. Und wir Menschen sollten uns jeden Tag unseres Lebens wieder ein bisschen auf den Weg machen, danach zu suchen. Heute tun wir das ganz besonders, indem wir auf das vergangene Jahr zurückblicken. Diese Frage, was habe ich geerntet, was habe ich geschenkt bekommen, die ist nicht nur darauf bezogen, hat es genug geregnet, war es warm, kalt genug, ist die Ernte gut gewachsen. Nein, jeder erntet eben ein Stück andere Dinge. Was ich mit meiner Arbeit getan habe, was ist da Gutes herausgekommen? Vielleicht auch an der Arbeit, die ich mit Beziehungen zu anderen habe, was ist da gelungen? Wo habe ich jemanden glücklich machen können oder wo hat jemand anders mich glücklich gemacht? Das ist eine wichtige Form der Ernte, die wir einfahren dürfen. Wo ist es mir gelungen, für jemanden anderen da zu sein, vielleicht jemand, der in Not ist, beizustehen? Da kann ich auch spüren, da ist etwas gelungen, da habe ich etwas geerntet, da ist die Welt reicher geworden. Natürlich, gerade hier in der buckligen Welt, blicken wir auf dieses Jahr auch mit Dankbarkeit, weil der liebe Gott eben dann doch auf uns geschaut hat, dass eben die Ernte nicht verloren geht, selbst wenn es schwierige Wochen waren, wo es so lange heiß war, aber irgendwie, es hat dann doch genug Regen schon im Frühling gegeben, es war der Sommer eben auch davon geprägt, dass ja, viel Kraft aus der Sonne geschenkt wurde. Und vor allem dürfen wir dankbar sein, dass uns jetzt im Herbst nicht alles weggeschwappt worden ist, sondern wir dankenswerterweise eben ja, weitgehend verschont geblieben sind von zu viel Regen, Überschwemmungen und diesen Dingen. Also wir sehen auch, dass es in anderen Teilen unseres Bundeslandes ganz anders ausgeschaut hat. Also doppelt und dreifach sollen wir dankbar sein. Vielleicht auch deswegen ganz besonders an die denken, die es ein Stück schwerer haben. Wir haben in diesen Wochen auch gesammelt für die Menschen in Not. Die Leo-Sammlung hat eben eine Menge an Lebensmitteln gebracht, die wir gemeinsam gesammelt haben für Menschen in Not. Im heutigen Jahr, glaube ich, ist das besonders wichtig und besonders wertvoll. Denn Jesus sagt uns ja ganz deutlich, dass was diese wirkliche Klugheit ausmacht, Klugheit in der Nachfolge Jesu, das ist zunächst mal bestimmt, dass wir die Gebote, die 10 Gebote einhalten. Vielleicht noch viel mehr, dass wir dem einen Liebesgebot, der Liebe zu mir selber, zu den anderen, zu Gott, dass ich dem wirklich nachkommen möchte. Aber dieses vollkommene Folgen Jesu, so sagt er uns heute, ist eben, dass ich nicht an den irdischen Gütern hänge, sondern dass ich wirklich gebe, was ich habe für die Armen, für die Menschen in der Not. Und wahrscheinlich ist es deswegen in diesem Jahr auch gut, nochmal drauf zu schauen, kann ich nicht noch ein Stückchen mehr von dem, was meines denen geben, die wenig oder gar nichts haben. Ist nicht immer einfach. Aber das macht eben Jesus auch deutlich mit dem Wort, wenn er sagt, ja, also gerade wenn du viel hast, wenn du ja alle Speicher voll hast, wenn das Konto gut gefüllt ist, dann ist es wahrscheinlich umso schwieriger, eben
ganz für Gott und die Menschen zu leben, ganz aus der Liebe zu leben, ganz selbstlos zu leben. Ihr geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, heißt es da. Also es scheint ja fast unmöglich zu sein, dass jemand, der besitzt, eben in das Himmelreich kommt. Das hat die Menschen damals bestürzt, denn sicherlich ist das Evangelium nicht nur an Menschen geschrieben, die arm sind. Nein, es ist allen Menschen geschenkt. Es ist die frohe Botschaft für alle. Und die Jünger haben sich schon gedacht, ja, also mit so einem radikalen Ansatz, also da werden sie uns irgendwann aus alle Städte rausschmeißen, da werden wir nirgends mehr Gast sein können. Also ich glaube, die haben ein Stück Sorge auch gehabt, wie geht das weiter, wenn wir so radikal leben, das wird nicht jeder gut aufnehmen können. Aber es ist eben, so macht Jesus deutlich, ein Stück anders gemeint. Es ist nicht unmöglich, sagt er, aber es ist wahrscheinlich ein Stück schwerer, dass du, wenn du so viel dich im Alltag um dein Vermögen, um das, was du hast, was für dich, an dem du hängst, eine Rolle spielst, dann ist es umso schwerer, deine Zeit für die Liebe zu Gott und den Menschen, die Liebe zu dir selber zu haben. Aber es ist nicht unmöglich. Jeder hat jeden Tag neu die Chance, sich dahin aufzumachen, sich zu erneuern. Und schließlich sagt Jesus das Wort, das ich am allerwichtigsten finde in diesem Evangelium. Er sagt, ja, also wahrscheinlich ist es für jemanden, der viel hat, schwierig ins Himmelreich zu kommen. Für Menschen mag das unmöglich sein. Ein Mensch kann sich das nicht selbst erkaufen oder es selbst gewinnen, aber für Gott ist nichts unmöglich. Und so dürfen wir diese besondere Hoffnung haben. Natürlich führt Gott jeden Tag von neuem in Richtung Himmelreich, ganz besonders auch unter der Begleitung unserer Mutter Gottes, die ganz mit uns geht, wenn uns das im Leben schwerfällt, uns die richtige Richtung auszurichten, den richtigen Weg zu gehen. Sie geht mit uns. Gott, ja, hält schützend seine Hand über uns, damit wir eben schon in dieser Welt gewinnen, wie es dann geheißen hat, dass uns vieles zurückgeschenkt wird, nicht an Geld, sondern an Klugheit, an Weisheit, an Freude, an Glück und dass wir am Ende das ewige Leben haben. Amen. Und auf diesem Weg ins ewige Leben begleitet uns der Glaube, den wir gemeinsam bekennen wollen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, erst ist zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort willkommen zu den Lebenden und den Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wer zum Herrn kommt, wird nie mehr Hunger und Durst haben. Zum Spender aller Gaben rufen wir. Wir bitten für die Menschen, die in diesem Jahr durch Überflutungen oder Dürre und große Teile ihrer Ernte gebracht wurden. Gott, du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Menschen, die nicht genug zu essen haben, weil ihnen durch Kriege und Kämpfe der Zugang zu Nahrung versperrt ist. Gott, du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Erntehelfer und Saisonarbeiterinnen, die jedes Jahr fern ihrer Heimat und Familie harte körperliche Arbeit leisten. Gott, du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Kinder in ärmeren Ländern, die immer noch dazu gezwungen werden, für unseren Wohlstand zu arbeiten. Gott, du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten für unsere verstorbenen Verwandten, Freunde und alle Toten. Gott, du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Du bist der Gott unseres Lebens. Wir preisen dich in Ewigkeit. Amen. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Allgütiger Vater, feiere das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christus und allen Bischöfen, unserem Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef und deinem Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, ein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. So wollen wir gemeinsam beten, mit der Herr uns zu beten, die wir hatten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In diesem Jahr haben wir herzlich gemerkt, dass wir in vielen Teilen der Welt den Frieden vermissen. Vielleicht aber auch in eigenen Familien, im eigenen Umfeld. Wir wollen immer wieder neu den Frieden für uns selbst suchen, den Frieden ausstrahlen, den Frieden im Herzen tragen. Dieser Friede des Herrn, der sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem
Du schenkst den Menschen Brot von der Erde und Wein, der sein Herz erfreut. Thank you.
sodass wir uns beten. Herr, in dieser heiligen Feier haben wir für die Ernte des Jahres gedankt. Schenke uns als Frucht dieses Opfers die ewigen Güter, welche die Erde nicht geben kann. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Brautparlament für die kommende Woche. Es gilt die gewohnte Messeordnung. Heute um 9 Uhr Erntedankfest. Beginn am Damm, Segnung des Erntekreuzes, Festzug und Weihespiel im Kirchhof. Um 11.45 Uhr Taufe von Lukas Stadler. Morgen Montag um 19 Uhr Gebet für verstorbene Anna Vollenhofer. Dienstag 9 bis 11 Uhr stiller Abschied. Ab 10.30 Uhr Rosenkranz und 11 Uhr Begräbnis von verstorbener Anna Vollenhofer. Um 18.30 Uhr Heilige Messe in Urbach. Im Rosenkranzmonat Oktober laden wir ein zum gemeinsamen Gebet. Jeden Mittwoch um 18 Uhr in der Pfarrkirche. Gebet für Österreich. Nächsten Sonntag Sammlung zum Weltmissionssonntag nach den Messen. Um 10.30 Uhr Taufe von Emilio Karlovic. Einladung zum Benefizkonzert am Samstag, dem 19.10. zugunsten Licht ins Dunkel. Um 19.30 Uhr im Passionsspielhaus. 2025 wird ein besonderes Kirchenjahr. Deshalb reisen wir nach Rom. Wir laden herzlich ein, dabei zu sein. Nähere Reiseinfos entnehmen Sie den Plakaten im Schaukasten oder den aufliegenden Foldern. Ja, vielen Dank. Ich darf noch sagen, dass noch einige Messen im November und Dezember offen sind, weil wir schon wieder auf dem Weg in Richtung nächstes Fahrrad sind. Also da wäre es gut, wenn man eine haben möchte, dass man die noch in unserem Fahrbüro bestellt. Und nutze diesen Moment, wir werden uns ja vielleicht manche noch am Damm oder beim Erntespiel sehen, Danke zu sagen dafür, dass das möglich ist, dass wir so festlich und feierlich Erntedank feiern können, dass eben die Landjugend auch dieses Fest so lebendig hält und damit unsere Tradition treu ist. Allen, die da helfen, wir haben ja ein, wie ich finde, besonders schönes Erntekreuz, auch weil viele eben Gaben gebracht haben. Und auch mit Dank an die Gärtner Reiser, die das Material gestellt hat. Und ja, dank allen, die hier in der Kirche eben die Kirche so schön gestaltet haben und die eben auf vielfache Weise, zum Beispiel auch als Ministranten oder als Lektoren mithelfen, dass, oder als Leser, dass das gut gelingt, dass wir da gemeinsam feiern können. Also allen, die da mithelfen, ein herzliches Dankeschön. Letztendlich allen auch, die kommen und eben ja, dieses Erntespiel, das Erntedankfest wirklich mitzufeiern. Wir nehmen hoffentlich für uns in diesen Tagen besonders diesen Dank im Herzen mit dafür, dass wir vielfach beschenkt sind. Vielleicht eben auch ganz besonders die Aufgabe eben, in diesen Tagen an die Menschen in Not zu denken, damit wir eben möglichst gut das Himmelreich gewinnen. Dafür bitten wir auch Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Und so segne und behüte euch und alle eure Lieben der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Das sei Gott.